Hallo und willkommen zurück im Sommer in unserem Spiel und Medieval Dynasty. Und ja, wie ihr seht, seht ihr es? Wir wurden nach Hause geportet, weil Sommer geworden ist. Und okay, das Spiel ist okay, war nur ein bisschen leise eingestellt. Alles gut. So, das heißt, wir müssen heute schon wieder los. Da ist unser Flachs. Oh, wunderschön. Ja, Sense. Sense. Ist nicht schlimm. Das schaffen wir mit der Sense. So. Aber. Wieso? Nimmst du deinen Freund? Was? Den habe ich nicht gesehen. Habe ich zwei? Okay. Oh, die gehen aber kaputt, wenn ich die kaputt mache, ne? Ja, wenn ich die schmeiße. Okay. So, passt auf. Also, wir müssen ja so viel mitnehmen, wie geht. Wie geht. Wo ist denn? Doch, genau. Steinaxt habe ich gehabt. Na, da kann ich mich erinnern. So, wir werden auf jeden Fall noch ein Häuschen bauen werden müssen. So, da kommt ja das Ressourcenhaus hin. Und. So. Ich habe mir jetzt nämlich überlegt, also wie gesagt, die eine, die sie vorgeschlagen jetzt hatten, die will ich nicht. Da warte ich lieber. Also wirklich, ich warte lieber, bevor ich die einfach irgendeine hole. So, wir holen uns mal hier das Ding und machen den Ochsen hier gleich mal weg. Das wäre den Bison. Ich glaube, es ist ein Bison. Ich weiß nicht genau. Wie gesagt, ich traue dem irgendwie nicht. Nicht, dass der hier hinterrücks ankommt. Wie ich bei seinem Freund. Okay. Wir können ja auch mal oben gucken. Gib's dem Baum. Okay. So. Ich wollte das Ressourcenhaus schon mal hinstellen. Eigentlich. Wir können sowieso noch nichts machen. Den einen Typen hatten wir ja immerhin schon auf 60. Das heißt, ich könnte ihn diese Jahreszeit... Da weiß ich halt auch nicht, ob ich sofort ihn für mich gewinnen kann. Aber wir könnten ihm ein Häuschen hinstellen. Und ja, warten, bis er mitkommt. Weil, wie gesagt, Vorratskammer und so, Holz und so weiter und so fort, das würde ich alles hier gegenüber hinstellen. Und so... Ein kleines Haus. Ich kann halt auch noch nicht so viele Gebäude haben. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger sein eigentlich mit den Gebäuden. Management. Ich kann 4 Gebäude haben. Und ich habe jetzt noch... Nee, Leute, passt auf. Wir können nämlich... Eine Scheune haben wir. Ressourcen. Da. Nein. Speicher. Da. Ressourcenlager, Lebensmittellager. Das Ressourcenlager und das Lebensmittellager, beides brauchen wir nämlich. Ich muss irgendwas rausschmeißen. Ich bin überladen. Fleisch, oh, 50%. Nein. Und reife Beere schmeißen wir jetzt raus. Okay. Dat. Obwohl die gar nicht so viel Gewicht macht. Ich glaube, hier Pelz und so machen mehr. Das Rundholz brauche ich einfach. Das brauche ich. Also machen wir das so. Und dann schnappen wir uns hier das Rundholz, was uns zwar wieder beschwert, aber was halb so wild ist. Okay, Leute. Also, folgendes. Wir holen uns noch niemanden. Weil irgendwo müssen wir wohnen. Das heißt, das Einzige, was wir machen könnten, ist uns eine Frau anlachen. Aber wie gesagt, mit der einen, das hat nicht so ganz funktioniert. Und, ja, so jetzt unbedingt will ich die auch nicht. Okay, wir könnten das hier hinstellen. Zack. Ach komm, ich habe doch gesehen, dass es ging. Okay. Okay, das kommt hier hin. Okay. Und als nächstes kommt das Ressourcengebäude. Ich glaube auf die andere Seite. Ja, wir machen es auf die andere Seite. Und alles, was hinter der Scheune ist, ist so gesehen die Wirtschaft. Okay, wisst ihr was? Wir machen's. Wir holen uns den. Wir holen uns den einen. Den einen oder keinen.
Hallo, grüß dich. Ja, es war halt, hätte ich verfehlt, ja, den hätte ich gucken können, wo ich bleibe. Es ist so. Es ist einfach so. So, nice. Dadurch, dass wir die Holzschuppen haben, können wir rein theoretisch einen holen, der hier für uns jagt. Der für uns Holz hackt. Dann hätten wir nämlich keine Probleme mehr mit dem Holz. Aber das machen wir gleich alles noch. Das machen wir noch. So, erstmal holen wir uns das. Und dann müssen wir ja zu Sabiru. Und auf dem Weg zu ihm klauen wir uns eine Sense, würde ich sagen. Es kommt halt noch drauf an. Also es kommt tatsächlich drauf an, ob Sense auch keine Folgen hat. Wie zum Beispiel jetzt die Tasche und so, die hatten ja alle kein Minus. Also ich sag's mal so, Reputation aufzubauen ist übelst schwer. Und wenn du minus 100 hast, das ist eine Hausnummer, Leute. Das ist wirklich eine Hausnummer. So, hier wird dann das Dorf sein. Hier wird dann Anbau Essen sein. Da unten würde ich halt auch gerne. Ach, das ist halt sehr viel Platz. Soll ich vielleicht so das Vorratslager? Ja, ich baue hier das Vorratslager hin. So einfach so schepp hin, also so schief hin, damit das so sich mit dem Haus so ein bisschen verbindet und wir halt in der Mitte hier so einen Platz haben und da kommt dann die Taverne hin. So. Weil das ist jetzt alles sehr, sehr unschön geworden, dadurch, dass das alles so schief ist. So. Das Problem ist aber, wenn ich die Sachen abreiße, dann verliert man halt einfach die kompletten Sachen. Da ist alles weg. Alles weg. Oh, noch ein bisschen. 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 Hallo, grüß dich. Guck mal, was ich für dich hab. Einen Speer. Und noch einen Speer. Also die aggressiven Viecher, die sind halt einfach sehr viel einfacher zu besiegen als die, die weglaufen. Also meiner Meinung nach. Okay. Es gibt auch einige Quests, die kann man gar nicht so richtig machen. Ich habe euch ja auch schon erzählt, was ich halt so schade finde. Was bei mir zum Beispiel tatsächlich so ist, dass ich ganz, ganz viel Eisen plötzlich brauche. Ich habe das Eisen aber noch nicht. Und dadurch kommt es halt immer wieder dazu, dass bei mir die Quests fehlschlagen. Und so eine Quest, die gibt halt meistens wirklich so um die 2, 3 Reputation. Das heißt, ich muss da 150.000 von diesen Quests machen. Damit da irgendwas mal passiert. So, Scheune habe ich. Speicher. Und dann gehen wir hier auf Ressourcenlager. So. Das verbinden wir dann so miteinander. Hoffentlich. Hoffentlich funktioniert das alles. Funktioniert das? Nee, es funktioniert nicht. Okay, da hinten waren die Bäume im Weg. Was passiert hier? Das will ich ja nicht. Oder ich mache es wirklich so in die Mitte. Ah, aber ich will halt. Ja. Weiß nicht, dann müsste ich halt zwei Wege machen. Ich meine, momentan gibt es nicht mal einen Weg. Ich rede schon mit zwei Wegen. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil es da unten so nach unten geht. Okay, dann machen wir das Ressourcenlager doch hier oben hin. Neben die Scheune. Wenn es denn passt. Das Ressourcenlager ist doch ein bisschen größer. Wir werden es ja sowieso nochmal abreißen müssen. Für die zwei. Da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, noch nicht genau, ob das so richtig ist, dass ich das immer abreiße. Hier ist auch gleich der Weg, das ist irgendwie super. Ich kann auch so ein bisschen abwegig, also ein bisschen weg von denen wohnen. Muss ja nicht direkt im Dorf. Ja doch, aber ich wohne halt so gesehen dann an der Spitze des Dorfes. Ich bin der Meister. Ja, ich werde es mal wegmachen. Hallo? Ich hasse es, wenn das nicht erfasst. Dass da was liegt. Entschuldigung. Wollte nicht schreien.
So, ich gehe mal ein bisschen hier hoch, glaube ich. Das drehen wir rum und herum. Was? Hindernisse? Nein, das sind noch keine Hindernisse. Ja. Der eine oder andere vielleicht. Ah. Oh Mann. Dass das jetzt schon so schwer ist. Okay. Ah. Das ist halt wirklich einfach so, das Richtige zu treffen. Drei Stück. Raus mit euch. Ihr seid schwer. Und die Stücke, raus mit euch. Ihr seid zu schwer. Und das Fels. Fels wiegt auch übelst viel. So. Wir müssen schon mal ein bisschen besser bewegen. Also. Hier, es passt halt einfach. Es wäre halt schön, wenn ich es hier so hin, aber dadurch, dass das so schief ist, wird das nicht funktionieren. Und hier scheint es auch nicht zu funktionieren wegen den ganzen Bäumen, die hier noch stehen. Weil man sieht ja hier hinten, ah, das heißt, die Bäume müssen weg. Kann ich nichts ändern. Tut mir leid. Ja, du schnaufst schon, du bist außer Puste, ich weiß. Ich frage mich, ob die Bäume auch stören würden. Ja, ich denke mal schon. Zum Glück stören die Steine nicht. Das ist ein großer Vorteil. Oh Gott, guck mal auf die Zeit, ne? Wir haben den halben Tag jetzt damit verbracht, hier zu planen, wie wir das bauen. Okay. Ich mache das jetzt so, dass ich hier mal alles reinschmeiße. Da ist unser Holz. Schmeiß mir. Ja, ich verklick mich immer. So. Das. Weil wir haben ja hier auch noch massig von dem Holz. Oh. Die Axt wird es auch nicht mehr lange machen. Ja. Ah, wir haben ja noch eine. Stimmt. Ihr seht ja auch wieder ein bisschen Gewicht weg. Okay. Glaube ich, alles funktioniert. Übrigens, die Baumstümpfe, die stören nicht beim Bauen. Falls ihr euch denkt, so, ja, die Stümpfe, tu sie weg. Nee, die stören nicht. So. Ja, das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren. Da ich da ja so einen kleinen Dreh drin haben werde. Tun, machen, bauen. So, nein, das ist immer noch keine Landwirtschaft. Da, Ressourcenlager. Komm schon. Oh. Welche Hindernisse denn? Ich sehe keine Hindernisse, die das blockieren. Sind das die Federn vielleicht? Die Federn? Das da, was da hinten ist, das geht mich ja alles nichts an. Also ich weiß, die kleinen Bäumchen, die stören nicht. Oh, war das jetzt wirklich die Feder vielleicht? Also ich weiß, dass das bei Bäumen das blockiert. Das ist echt schade. Das ist echt schade. Gut, dann müssen wir das überdenken. Und bauen das vielleicht wirklich hier hoch. Ja, die Nachbarn finden auch, ich sollte jetzt langsam anfangen zu bauen. Tut mir leid dafür. Ja. Machen wir hier links und rechts Häuschen. So, ich weiß nicht. Habt ihr das auch gesehen, dass meine Kamera eingefriest war? Also zum Klopfen kommt einfach dazu, dass meine Kamera sich verabschiedet hat. Sehr schön. So. Also, wir haben das alles so hingeklatscht. Ich werde das auf jeden Fall noch bauen. Das ist ja jetzt mal so das Grundgerüst. Ich habe keinen Platz mehr. Ich besitze jetzt schon so viele Sachen. Sehr schön.
Ist ja kein Problem. Wir können ja eigentlich auch noch in den Stall Sachen schmeißen. Das sind die Scheune. Wir müssen jetzt mal aber gucken, dass wir vorankommen. Also vor allem, dass wir mal jetzt mit jemandem sprechen. Das, ja. Ansonsten könnte es Probleme geben. So. Ich muss dann später hier auch alles einsammeln, was noch so rumliegt, aber das bleibt ja zum Glück liegen. Das verschwindet nicht. Das ist halt so schon cool. Weil das ist halt sehr viel zeitsparend da. So zu machen. Ja, es ist halt echt traurig, dass wir beim Jäger waren und dann einfach wieder zurückgeportet wurden. Ich werde jetzt auch gleich übers Wasser gehen. Ich bin halt, ne? So toll, dass ich über Wasser gehen kann. So, habe ich hier einige Quests? Nee. Müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht gegenüber dann die Quests annehmen. Möhrchen. Ich kann übrigens verstehen, warum nur Möhrchen und Weizen angepflanzt wird. Weil es tatsächlich neben Flachs das Einzige ist, was man braucht. Weil mit Möhrchen und Fleisch macht man einfach den besten Eintopf. Daher. Ach, ich habe meine Beeren wieder nicht mitgenommen. Naja, ein andermal. Ja, kein Problem, ne? Oswalda. Ich muss mal ganz vorne mit meinem Kollegen sprechen. Beziehungsweise gucken, ob ich mit ihm sprechen kann. Weil das ist immer so eine 50-50-Chance. Ich weiß gar nicht, ob er noch da ist. Es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre er da. Warst du das? Ja, sehr schön. Ei. Nee, keine Zeit. Okay. So, und jetzt ist anscheinend noch ein Typ dazu gekommen, weil wir die Frau nicht wollten. Ah, der ist halt schon 26. Wir gucken mal, was für Werte der hat. So, wir haben ja einmal den hier. Der ist, da steht kein Beruf, aber, ups, wenn wir da gucken, da sehen wir nämlich, dass der Fischen 5 hat und Bergbau 4 oder Abbau. So, das ist super. Wobei ich halt, so, was hast du? Du hast Jagd und das war's. Also, der hat, ja, das wäre halt der Jäger. Das wäre halt ein Jäger. Wir gucken mal. So, wir gehen jetzt einfach übers Wasser drüber. Auf die andere Seite. Ich weiß auch nicht, warum man hier nicht einfach eine Brücke gemacht hat, sondern einfach links und rechts. Warum? Hat das irgendwelche speziellen Gründe? Also wir schwimmen, ne? Nein, das Wasser ist nämlich nicht so tief. Aber rein theoretisch könnten wir auch fischen. So. Na, zack, Fisch. Hab dich. Ich glaube tatsächlich, dass so Fischen später aussehen wird. Oh, wir müssen aufpassen. Wir brauchen ein paar mehr Speere. Und wie gesagt, ich werde gleich mal gucken, dass ich mir vielleicht die ein oder andere anlache. Und dass wir dann schnell rüber zum Jäger gehen. Ja. Okay. Grüß dich. So, Ida Failwood. Das sind da oben. Sind sie ja schon. Wie viele Bieren. Und das direkt im Dorf. Uiuiuiuiui. Ja, 2 Jahre später, ne? Es ist halt alles bare Münze, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwann ändern werden, dass man die Beeren zum Beispiel nicht mehr verkaufen kann oder so, aber das ist ja eigentlich, ich glaube sogar tatsächlich gewollt, dass man das so macht, weil wenn man sich mal die Preise für eine Sense anschaut, wie willst du es sonst zusammenbekommen? Also, ich produziere ja schon Sachen in meinem anderen Spielstand und ich gehe immer noch Beeren sammeln, um es zu Geld zu machen. Weil das einfach viel, viel lukrativer ist als alles andere. Ja. Also es hat halt, wie gesagt, jemand mal reingeschmissen mit den Steindolchen und im Winter kann ich das nachvollziehen. Aber bis ich 2 Steine gefunden habe, habe ich wahrscheinlich 20 Beeren geerntet. Es ist halt einfach so. So, ich muss auch gleich nochmal wieder aufpassen. Wobei ich glaube, doch, es ist neue Jahreszeit. Wahrscheinlich sind die alle wieder gespawnt. Aber bei einer neuen Jahreszeit, da spawnst du ja eigentlich wieder in deinem Haus mit vollem Leben und vollem Essen. Und daher. Yay, neues Level. Moment, da schnell skillen. Schnell skillen. Denn dann bekommen wir nämlich noch mehr XP. Das ist halt auch, ne? Das läuft dann.
Ich meine, man könnte es halt halt so machen, dass man am Anfang. Oh nein. Warte jetzt wieder. Gut. Ein Stückchen. Ah, die werde ich auch wieder brauchen. So. Ich denke mal, ich werde auch jetzt hier den Baum mitnehmen, weil wie gesagt, ich muss hier noch ein paar Speere herstellen. Ich habe jetzt nicht alles geerntet. Haben wir was für später. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht so diese Beeren-Sammelaktionen vielleicht zwischen den Folgen mache und euch halt nur mitnehme, wenn es halt was Lustiges gibt, wie zum Beispiel die Quests oder ne, so Sachen halt. Nee, es geht wirklich auch schneller, wenn man nur eine Sache in der Hand hat. Also die Sache ist, wenn man zum Beispiel. Ja, also man kann auch die Axt. Das ist nämlich das, was mein kleiner Bruder zu mir gemeint hat. Ja, es funktioniert auch, wenn du nur die Axt in der Hand hast. Wo ich so denke, hä, das irgendwie. Weiß ich nicht. Glaubst du nicht? Musst du Fackel nehmen. Aber nee, Fackel ist nicht nötig. Fackel ist nicht nötig. Es ist egal. Weil halt die halbe Animation weggenommen wird, anscheinend. Und dadurch geht es dann schneller. Okay. So, wir verkaufen unsere Beeren. Und wer von euch hat bitte eine Sichel? Hast du denn, du hast einen Sack rumliegen. Das ist okay. Was hast du denn? Du hast einen Sack rumliegen. Naja. Ah ja, nee, danke. Habe ich übrigens bis jetzt noch nichts gefunden, was man mit den Eiern machen könnte. Weil ich habe ja Hühner. Aber irgendwie so was mit den Eiern machen. Ja. Oder der Edgar. Der möchte was von uns. Dann werden wir natürlich versuchen, dem Edgar seine Wünsche zu erfüllen. So. Heiratsfähige Frau? Nein. Wir haben nur einen Typen hier, der Fischen oder Diplomatie. Ja, tschüss. Also brauchen wir beides noch nicht. Diplomatie ist, glaube ich, eher was für die Taverne. Aber ja, kann ich nicht nehmen, nee. Das ist da hinten eine Schaufel. Nee, interessiert mich nicht. Ich muss mal gucken, wo ich die Sichel herbekomme. So, Edgar, wo bist du? Ich habe doch Edgar gesehen. Ach, Edgar ist da drinnen im Häuschen. Grüß dich, Edgar. Wie kann ich dir helfen? Hör zu, ich brauche einige Crafting-Materialien. Würdest du sie mir besorgen? Na sicher. Was brauchst denn du so? Was brauchst du? Stein? Weißt du noch, als ich gesagt habe, na sicher? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Sagen wir es mal so. Übrigens habe ich herausgefunden, es gibt Fallschaden in diesem Spiel. Wie ich das herausgefunden habe? Ha, lustige Geschichte. Nee, tatsächlich ist sie gar nicht so lustig. Ich wollte Weg sparen und bin über den Zaun ge gesprintet. Gesprintet, sprungen. Sprint. Und dann Dinge sind passiert. Dot, dot, dot. Oh, habe ich das jetzt abgebrochen? Ja. So, wir brauchen 10 Steine. Da wir keine Spitzhacke oder so haben, müssen wir die natürlich jetzt sammeln. Oh, Beeren. Gut. Also, wir haben ja hier nachgeschaut, war jetzt nicht so begeisternd, was es da so gibt. Deswegen werden wir wohl, denke ich mal, so einfach zu ihm hingehen. Und ein bisschen Auge machen, Auge offen halten, so, ob wir ein paar Steine finden. Was ist ein Stein? Ein Stein. Bist du ein Stein? Nein, bist du nicht. Manchmal unterbricht er die Aktion einfach. Das finde ich auch total seltsam. Das habe ich zum Beispiel beim Bogenschießen. Habt ihr das auch? Dass der manchmal einfach die Aktion abbricht. Manchmal feuert er zu früh, manchmal bricht er einfach ab. Ich mir dann auch denke, pff. Ich habe mittlerweile gelernt, mit dem Bogen umzugehen. Leider ist er bei weitem nicht so, also die Pfeile sind bei weitem nicht so stark wie jetzt die Speere. Deswegen fehlt mir halt irgendwie so die Verbindung, warum ich unbedingt den Bogen nutzen sollte. Außer, dass es vielleicht mehr XP gibt, weil du halt einfach mehr Pfeile brauchst. Das ist so wirklich so das Einzige, wo ich mir denke, ja, okay, gut, das klingt logisch. Aber ansonsten, ich würde halt sehr, sehr gerne vom Jäger aus mich wieder zurück auf die andere Seite porten. Ah, von daher würde ich halt gerne die 10-Steine-Quest abgeben. Wir haben erst 3 Steine. Ich finde es auch schade, dass wir nicht irgendwie so hier die Steine kaputt machen können.
Stock. Ja, geil. Genau das habe ich nicht gebraucht. Im Winter ist halt Steine suchen einfach easy peasy, schneezy peasy. Da, nein, das war ein großer Stein. Nein! Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man mit dem Superblick die Steine nicht sieht. Kann man das vor die Arsch irgendwie wegmachen? Einmal nur jetzt schnell, um die Steine zu finden. Oh, Stein. Stein! Den habe ich nicht mal gesehen. Ich finde mir hier in der Nähe vom Weg besser die Steine. Das riecht nach Stein. Ach komm. Ach komm. Willst du mich trollen? Ach ja, mit der Spitzhacke könntest du jetzt Steine abbauen. Ansonsten. Ja, eher nicht. Okay, wie viele Steine haben wir? Fünf. Wir bräuchten noch fünf. Ich sag ja. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen: Man braucht halt zwei Steine für ein Messer. Man sieht ja, wie schnell wir einfach die Beeren gesammelt und verkauft haben. Und wie lange man jetzt hier braucht, um einfach 10 Steine zu finden. Ja. Das dauert. Kann jetzt auch sein, dass ich mich natürlich übelst dämlich anstelle jetzt beim Steinefarmen. Aber ich glaube schon, dass ich eigentlich ganz gut an die Sache rangehe. Ich habe schon wieder Hunger. Ich nehme halt auch nie was zu essen mit, weil das halt einfach unnötig Gewicht ist. Könnten dann mindestens irgendwie 5 Beeren oder so sein, was wiederum 5 Gold sind. Was ich auch schön finde, ist, dass das Gold nichts wiegt. Also, dass die Münzen nichts wiegen. Das heißt, du kannst halt immer deine Münzen mit dabei haben, egal wohin du gehst. Wie viel haben wir? 2 Steine noch, 2 Steine. Komm, das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Das schaffen wir. Was tun wir? Wir schaffen das. Das sieht doch alles hier so aus, als würde es hier Haufen Steine geben. Gib mir einen Stein. Oder 2? Bären. Ich meine, ich könnte die Bären essen, aber das wäre ja dann so, als würde ich Geld essen. Und sind wir mal ehrlich, also essen haben wir genug. Ja, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Hallo, hallo. Oh, du bist noch da. Ja, wenn wir jetzt da oben beim Jäger ankommen, ist halt schon wieder ein neuer Tag, ne? Aber den machen wir es halt am nächsten Tag. Ich weiß nicht, ich habe jetzt hier keine Sense gefunden. Hier ist nur ein Dings, Schaufel. Hier, Edgar, ich habe alles. Hier. Da, 2 Dynastie-Reputation. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt minus 100. Ja, komm, das ist ja niemals fertig. Niemals. Hier ist irgendjemand dazugekommen. Ne, es sind noch nur Znamir. Znamir. Da Rundholz noch liegen lassen. Das geht ja aber nicht. Ach, ein Stein. Okay. Was ist das? Ach, Federn. Okay, die lassen wir jetzt mal liegen. Ja. Erinnert euch an Folge 1. Ja, ich weiß. Wir brauchen unbedingt Federn. So. Wir verkaufen jetzt mal bei Failbor unsere ganzen Sachen. Damit wir die nicht mitschleppen müssen. So. Stöckchen, ach komm, weg damit. Steinchen behalte ich, weil Stöckchen finden wir immer wieder. Okay. Auf geht's. Ich glaube tatsächlich, es wird jetzt Nacht. Deswegen hört die Musik auf, oder? Ah, guck mal. Es ist schon ein kleiner Weg bis dahin. Vor allem, wie gesagt, die Wölfe sind halt wieder da. Das ist das Nervigste. Dass ich mich mit denen wieder auseinandersetzen muss. Ich habe einfach irgendwo mitten in der Pampa. Ich speichere mal. Ich kann auch einfach 5-mal speichern. Guten Morgen, meine Nachbarn. Ja. Ich meine, das ist ja die Quest für den Sommer. Dann kriegen wir ja für den Herbst eine. Aber wir müssen generell gucken, weil das ist jetzt dann schon der zweite Sommer. Ja, aber das ist halt die Sache. Es sind 3 Stück, weil es einfach die 3 Monate symbolisiert. Schon ein bisschen. Ich weiß ja, dass auf dem Weg hier, dass da die Wölfe sind. Deswegen,
Ah, ich meine, andererseits, wenn sie ankommen, kann ich ihnen ja ins Gesicht schmeißen. Außer es ist so dunkel. Da sehe ich ihr Gesicht wahrscheinlich nicht mal. Wird sie ja wahrscheinlich dann heulen hören. Hoffen wir mal. Achso, in der ersten Folge hatte ich gesagt, dass im Frühling Pilze und so. Nee. Sind ja im Herbst Pilze. Hat mich einer gesehen. Moment. Huch, nein, das wollte ich nicht. Okay, da lang. Oder nicht? Ja. Entschuldigung, falls ihr jetzt einen. Aber es ist ja eigentlich gar nicht noch. Also, es ist ja noch gar nicht so spät. Die fragen uns, ob uns einer verfolgt. Der sitzt immer noch hier. Sprich bitte mit mir. Oh Gott. Er hat mich halt schon ein bisschen erschrocken, aber alles gut. Also, oh Gott. Er hat mir ja nicht mal wirklich wehgetan. Gut, wir laufen dann zu unserem Lagerfeuer. Das ist ja, da. Ja, hier rein. Ich müsste es ja eigentlich sehen können. So sehe ich mein Lagerfeuer nicht. Mit dem Blick müsste das nämlich immer da stehen. Bin ich noch tiefer in den Wald? Ich glaube nicht. Alles gut. Oh Mann. Ich hab doch von seiner Hütte aus, bin ich doch. Neben ihn in den Wald rein. Oh Gott, gut. Wir bauen ein neues Lagerfeuer. Da kommen wir nicht drum herum. Dick, dick, dick. Zurück. Baue ich einfach überall Lagerfeuer Feuer hin. So. Ich sehe hier aber auch nichts, ne? Irgendwie angezeigt wird, dass da ein Lagerfeuerchen ist. Schade. Okay. Okay. So. Nein. Da. Da. Oh, 16 Stückchen. Also ist das dein Ernst? Ahornzweige, genau. So. Nochmal? Ja, Fackel. Okay, jetzt halt nicht schlecht. Das ist ein Bär. Oh, das ist okay. Ja, hier könnte ich ja meinen Platz aufschlagen. Direkt einfach beim Bären am besten. In seinem Gesicht. Also Leute, ihr Bär. Falls einer von euch Interesse hat. So. Also tatsächlich habe ich jetzt drei Spawn-Punkte für Bären. Falls ihr Interesse habt. Einfaches Lagerfeuer abgeschlossen. Sehr schön. Ich habe keine Fackel, das zu entzünden. Oh nein. Oh nein. Und ich komme hier auch nicht an. Verdammt. Du hast nicht so eine Fackel rumliegen, die du abzugeben hast. Oh Mann. Wisst ihr, was das heißt? Wir werden gleich einfach weggeportet. Mist. Okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Und zwar, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Irgendwann auf dem Weg hierher, ne? So, Leute, ich würde jetzt die Folge beenden. Und wir machen es so, dass ich den letzten Speicherpunkt nochmal starte. Und ja, gucke, wie ich dann vorgehe.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye bye.